Die folgenden wahren Begebenheiten wurden durch das Office of Scientific Investigation and Research, OSIR, wissenschaftlich untersucht. Der Tiger ist soeben eingetroffen. Dort. Ihr Chi hat den Scheideweg zwischen Leben und Tod erreicht. Sie sind der Einzige, der sie retten kann. Was haben Sie vor? Nein! Wissenschaften wie Alchemie, spirituelle Heilmethoden und Kräuterkunde beeinflussen immer mehr die Lehren der westlichen Welt. Es gibt viele, die glauben, dass unsere dringendsten wissenschaftlichen Probleme durch das Studium dieser alten Praktiken gelöst werden könnten. Das OSIR hat unter dem Aktenzeichen 936214 einen Fall dokumentiert, der eine faszinierende Verbindung in jene Zeit aufweist. Schön, dich wiederzusehen. Ja, es ist schon so verdammt lange her. Ich wünschte mir, die Umstände wären etwas erfreulicher. Wie schlimm ist es? Zoe hat sich eine degenerative Blutkrankheit zugezogen. Ich habe alles versucht. Bluttransfusionen, Chemotherapie. Es hat aber nicht die geringste Wirkung gezeigt. Ich kann es nicht aufhalten. Dieses Land hat niemand besseren als dich. Dir wird etwas einfallen. Ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Oh nein. Sie wird sterben, Matt. Sie war so wunderbar und so schön. Ich habe mich oft gefragt, warum sie bei mir geblieben ist. Wie soll's weitergehen? Du weißt doch das.
Zoe und ich viele Jahre in China gearbeitet haben. Wir lernten damals einen Mann kennen, er kam aus der Provinz Henan. Eine Legende. Ein Heiler. Wunderheiler machen Geschäfte mit der Hoffnung. Darauf fällst du rein? Ich weiß, dass das abwegig klingt. Unvernünftig. Aber dieser Arzt kann tatsächlich Wunder vollbringen, Matt. Ich habe ihn hergeholt, damit er Zoe rettet. Und wo steckt er? Komm mit. Wie es aussieht, verlief eure Sitzung nicht sehr harmonisch. Wir wurden unterbrochen. Von wem? Ich habe sie zum ersten Mal gesehen. Sie haben Dr. Chen mitgenommen. Wir müssen ihn finden, sonst bitte stirbt Zoe. Bitte dich. Was ist mit den Wänden passiert? Keine Ahnung. Morgen ist mein Team hier. Danke. Aktennotiz. Aufgrund des Ersuchens von Dr. David Venture suchen wir einen Heiler, der über magische Kräfte verfügen soll. Unsere Untersuchungen konzentrieren sich momentan auf ein seismografisches Vorkommnis. Prager Ende. Was haben Sie gefunden? Tja, die Schäden sind wahrscheinlich durch starke Vibration verursacht worden. Ich weiß nicht, wie bei einem Erdbeben. Tja, es ist aber nur dieses Zimmer hier beschädigt. Und da, wo das Bett steht, ist der Boden auch unversehrt. Für ein Erdbeben sehr wählerisch. Das Zentrum war hier? Ja. Als ob jemand genau hier einen Presslufthammer angesetzt hat und dann abgehauen ist. Die Schwester der Spätschicht hat ausgesagt, dass sie die Vibration gespürt hatte, dachte aber, es sei ein Lastwagen. Ein Lastwagen? Matt, was treiben deine Leute? Ich dachte, die sind hier, um Dr. Chen zu suchen. David, du bist doch ein Wissenschaftler. Du weißt doch, dass nur ein methodisches Vorgehen schnelle Ergebnisse produziert. Also, ich kann es einfach nicht begreifen. Zoe kann jeden Moment sterben, Matt. Eins nach dem anderen. Ich habe soeben Ihren Arzt gesprochen. Ich bin sehr beunruhigt. Sie schwebt in akuter Lebensgefahr. Er wird noch verrückt. Ja, unter den Umständen kein Wunder. Hendrix, woran stirbt sie? Mrs. Ventures Symptome haben Ähnlichkeit mit dem Kaposi-Sarkom. Zersetzung der Haut, offene Wunden, gar nicht zu reden vom Zusammenbruch des Immunsystems. Aber wir haben keine Anzeichen gefunden, die für AIDS sprechen. Sie wollen also damit sagen, Hendrix, Sie wissen nicht genau, was es ist. Niemand weiß das. Zwischenbericht. Am Tatort haben wir nur wenig nützliche Hinweise gefunden. Axons geologischer Bericht steht noch aus. Wir suchen noch immer nach Dr. Chen, einem Zeugen des Vorfalls. Ich entschuldige mich dafür, Doktor, aber Sie ließen uns keine andere Wahl. Es gibt immer eine Wahl. Wieso behindern Sie mich? Sie wollen die heilige Vorschrift brechen. Sie befolgen die Worte der alten Männer. Sie wissen so gut wie ich, dass die Vorschrift überholt ist. Wir haben die Aufgabe, uns dem 21. Jahrhundert zuzuwenden. Sie haben nicht das Recht, irgendjemandem hier zu helfen. Das Qi unterliegt nicht den Grenzen und Gesetzen der Menschen. Jedes Leben ist heilig, der Westen ist bereit. Er ist für unsere Wahrheiten bereit. Meine Freunde warten auf meine Hilfe. Es tut mir leid. Wir haben Ihre Rückreise bereits vorbereitet. Sie werden es so bequem wie möglich haben, Doktor. Du lässt ihn nicht aus den Augen. Was haben wir bisher herausgefunden? Ich habe das hier im Krankenzimmer gefunden und ich glaube, es könnte aus Henan stammen. Aus China? Es wird auch in Nordamerika verkauft. Ich überprüfe das. Gut, vielleicht haben wir Glück. Glauben wir Dr. Venture,
Dann ist Dr. Chen in China ein Heiler, praktisch ein heiliger Mann. Bei uns sagt man dazu einfach Heilpraktiker. Das soll ein Heilpraktiker verursacht haben? Moment mal. Ich glaube, das bringt uns weiter. Das Siegel der 8 Pferde. Wie bitte? Das Siegel der 8 Pferde ist eine Qi-Konzentrationstechnik, mit der man Erdbeben auslösen und Feinde aus dem Gleichgewicht bringen kann. Eine Konzentrationstechnik? Ich verlasse mich da ganz auf die Bibliothek. Venture oder Kelly wissen sicher mehr. Und was wissen Sie? Der chinesische Ausdruck für Lebenskraft ist Qi und damit ist die schöpferische Urkraft gemeint, die sich körperlich und geistig in der gesamten Schöpfung manifestiert. Und darauf basiert wahrscheinlich die Fähigkeit, die Kräfte so zu bündeln, dass man harte Gegenstände mit bloßen Händen zerschlagen kann, ohne sich dabei zu verletzen. Das würde heißen, dass Dr. Chen in der Lage ist, sein Qi zu fokussieren, um das hier anzurichten? Das wissen wir erst, wenn wir ihn gefunden haben. Und ich weiß, wo wir ihn suchen. Der Ohrring lässt sich nicht so einfach verkaufen. Die Stecknadel im Heuhaufen. Sie waren doch im fernen Osten. Und da sind Sie David begegnet. Meine Aufgabe ist es, Hintergründe aufzudecken, mit Freunden und Verwandten zu sprechen. David, Zoe und ich. Wir drei sind zusammen rumgezogen und eines Tages waren sie ein Paar. Und sie das 5. Rad am Wagen. Ja, kann man so sagen. So, was tut weh? Ich lebe noch. Ich hatte nie wirklich eine Chance. Ich wollte einfach nur ein bisschen Spaß haben. David hingegen war immer zu den Geheimnissen des Lebens auf der Spur. Das hat ihn für Zoe interessant gemacht. Ich habe David versprochen, dass wir Dr. Chen finden. Ist angekommen. Aber unser erster Versuch ist gescheitert. Wir brauchen mehr Zeit. Die Zeit ist nicht auf Ihrer Seite. Versagen Sie nicht wieder. Wir haben beide zu viel zu verlieren. Verbindung abgebrochen. Ich dachte mir, Sie mögen jetzt vielleicht Tee. Dankeschön. Das ist überaus freundlich. Ihnen zu begegnen ist die größte Ehre, die einem zuteil werden kann. Nein, ganz bestimmt nicht. Anderen zu helfen ist eine größere Ehre. Doktor, gehen Sie bitte zurück. Sie lassen mir keine Wahl. Doktor, bitte. Doktor? Verraten Sie mir, was Sie gerade denken. Es gibt keine Spuren von Radioaktivität. Es gibt nicht einmal Anzeichen von Brandspuren. Ja. Also, es gab keine Zündung, aber eine Explosion. Es wurde von dort hierher gelenkt. Sieht ganz so aus. Ist das Siegel der 10 Pferde? Nein. Die eiserne Handfläche. Sie treibt das Qi gegen die Luft. Theoretisch entsteht so eine Sturmfront. Matt, Dr. Chen war hier und wir haben ihn wieder verloren. Mach dir keine Sorgen, ich finde ihn schon. Das ist eine interessante Tätowierung. Was symbolisiert die? Die Drachen des Tang. Wir haben geschworen, den Tiger zu beschützen. Den Tiger? Dr. Chen. Er ist der Herrscher über die große Macht, das Qi. Dann waren Sie es mit Ihren Tigerfreunden, die Dr. Chen entführt haben. Wir haben alle geschworen,
das Chi zu beschützen. Ich bitte Sie, das zu verstehen. Dr. Chen ist ein sehr, sehr wichtiger Mann. Ich muss jetzt gehen. Ich darf nicht mit Ihnen gesehen werden. Wir sind hier fertig. Wo wollen Sie hin? Zu einem, der was über Mythen weiß. Was ist mit Zoe? Wir haben nicht mehr viel Komm, Zeit. David, Hendricks wird sich um Sie kümmern. Warum haben Sie einen Fremden mit in meine Wohnung gebracht? David ist ein alter Freund. Ihr Freund, aber nicht meiner. Er braucht unsere Hilfe, Mike. Was können Sie uns von Dr. Chen erzählen? In China gab es einmal einen Kaiser, der alle seine weisen Berater befragte, wie die Redewendung hieße, die sich auf jede Situation, mit der das Leben einen konfrontieren kann, anwenden lässt. Und die wäre? Und auch dieses geht vorüber. Diese Redewendung schließt ziemlich alles ein. Was hätten die Weisen denn über den Mythos des Tigers zu sagen gehabt? Den Hüter des Chi. Der Tiger schützt die kollektive Kraft der Natur vor jenen, die ihr Gleichgewicht bedrohen. Ah, sehr gut. Bitte nochmal für mich. Sicher haben Sie schon mal was von Alchemie gehört. Diesen Kram des Altertums. Man nehme eine Prise Heilkunde, ein wenig Chemie, Religion, würze mit einem Schuss schwarzer Magie und verquirle das Ganze zu einer Art Wissenschaft. Ja, im Mittelalter versuchten die Alchemisten Blei in Gold zu verwandeln, leider vergebens. Das waren die Alchemisten Europas. Aber die in China, wonach haben die wohl gesucht? Ich gebe Ihnen einen kleinen Tipp. Was ist noch wertvoller als Gold? Das Leben. Das Mittel gegen alle Krankheiten, die kollektive Lebenskraft des Planeten. Die Fähigkeit zu erschaffen oder zu zerstören. Das Yin und das Yang. Und die Grundlage all dessen? Die Fähigkeit, das Qi zu erhalten, das Leben. Ob nun im Blutkreislauf oder an einem Seitenweg. Zu verteidigen. Seit über 3000 Jahren sind die Chinesen auf der Jagd nach dem ultimativen, heilenden Elixier. Vielleicht haben sie es gefunden. Dann könnte Dr. Chen womöglich... Womöglich ihr Tiger sein. Und er ist weitaus realer als ein Mythos. Prager? Okay. Danke, Hendricks. David, Sie dürfen sich nicht die Schuld daran geben. Sie haben getan, was möglich war. Ich hatte die Chance, Ihr Leben zu retten. Ich habe sie nicht genutzt. Niemand weiß, ob Dr. Chen ihr wirklich hätte helfen können. Ersparen Sie mir das, Miss Donner. David, es tut mir leid. Zoe ist tot, Matt. Ich konnte sie nicht retten. Wirklich nicht herzukommen brauchen, Frank. Wir brechen am besten alles ab. Sie wird nichts dergleichen tun, Matthew. Diese Untersuchung bringen Sie zu Ende. Wieso? Axon hat alle notwendigen Daten gesammelt. Es gibt keinerlei Beweise für eine Wunderheilung. Wir haben niemandem genutzt. Wieso gibt es nur immer wieder so viel Selbstmitleid in solchen Situationen? Meine Freundin ist tot, Frank. Und wollen Sie herausfinden, was sie getötet hat? Ja, natürlich will ich das. Bis heute Abend wünsche ich einen vollständigen Bericht. Hier, sehen Sie sich mal das von der Venture-Autopsie an. Das ist ungewöhnlich. Ja, in der Biopsie hat nichts drauf hingewiesen. Aber hier, Exen, sehen Sie sich das an.
Ich habe ein paar Dias davon machen lassen. Gut. Sehen Sie das da? Zuerst habe ich geglaubt, die Probe sei verunreinigt worden. Es sieht wie ein Virus aus, aber... Das ist nicht organischen Ursprungs. Genau. Das sieht mir eher synthetisch aus. Das ist im Labor hergestellt. Ich lasse es gerade in einer medizinischen Datenbank abgleichen. Strengen Sie sich nicht an. Es ist ein Filovirus. Ebola oder etwas vergleichbar Schreckliches. Ich begreife einfach nicht, wie sich das verändern konnte. Das hier ist von Menschen gemacht. Ich habe 1976 als Arzt die Epidemie in Zaire miterlebt. Die Opfer hatten Schüttelfrost, Fieber und sie haben sich zu Tode geblutet. Sie haben buchstäblich Blut geschwitzt. Exen. Es kann einfach nicht sein, dass David Venture das übersehen hat. Oh Mann. Sie glauben, dass durch eine Art genetische Manipulation ein Ebola-Virus hergestellt wurde? Wer tut so etwas? Hendrix ist gerade dabei, das herauszufinden. Ich sag Ihnen was. Gershon Pharmaceuticals ist ein möglicher Kandidat. Auf was wollen Sie raus? Gut, denen gehört das Krankenhaus, in dem David Venture arbeitet. Ach, kommen Sie, Prager. Der Junge arbeitet für eine der größten pharmazeutischen Firmen Nordamerikas. Und die haben die nötige Technologie... Seien Sie sofort still! Wir sind hier, um Dr. Chen zu finden und nicht um meinen besten Freund in ein fiktives medizinisches Komplott zu verwickeln. Sich in Luft aufgelöst? Keine Ahnung. Der Junge schafft es ganz schön, uns in Atem zu halten. Sie möchten Tee? Er fördert besonders die Verdauung. Nein, danke. Ich bin mehr der Kaffeetyp. Ja, bitte. Sind Sie Dr. Chen? Ich habe die Ehre. Vielleicht wissen Sie es bereits. David Ventures Frau ist... Ja. Ihr Tod war tragisch und völlig unnötig dazu. Als Sie sie untersucht haben, haben Sie da Ihre Krankheit erkannt? Ihr Qi war sehr schwach und Ihre Meridiane waren blockiert. In Ihrer Terminologie, Ihr Blut war verseucht. Ich habe ihr leider nicht helfen können. Auch damit nicht? Wussten Sie, dass die Viren Zoe eingepflanzt wurden? Das Virus wurde genetisch verändert. Die Krankheiten der Menschen sind unmöglich durch Pflanzenheiber. Die Natur reicht da nicht aus. Sie hilft, aber nur die Erneuerung des Qi kann solche Wunder bewirken. Zum Teufel macht er das? Oh. Was ist mit Ihrem Ohr los? Kleiner Unfall beim Rasieren? Hey Jungs, was wollt ihr von uns? Es ist vorbei mit der Tigerjagd. Gibt es dafür einen besonderen Grund? Sie mischen sich in etwas ein, das Ihren Verstand bei weitem übersteigt. Hey! Habe ich Ihre volle Aufmerksamkeit? Der Tiger ist für Sie tabu. Vergessen Sie ihn einfach, Prager. Hier ist Chinatown. Das ist sie. Genauso hat die Tätowierung ausgesehen. Zeigen Sie mal. Man könnte sie nach westlichem Verständnis eine Gang nennen, aber die Absicht, die sie verfolgen, ist meistens ziemlich edel. Die Drachen des Tang sind eine Sekte. Sie haben sich geschworen, die Werte des Qi zu beschützen und zu bewahren.
Jedenfalls benutzen Sie eine Kommunikation, die ziemlich direkt ist. Möglicherweise. Aber nehmen Sie mal das Tai Chi zum Beispiel. Man kann im Tai Chi ein poetisches Körpertraining sehen. Oder aber auch so etwas wie eine Art Selbstverteidigung. Ich muss jetzt zu David. Er weiß mehr darüber als wir. Irgendwelche Ergebnisse? Gershon Pharmaceuticals gehört einer Investmentgruppe, aber die Mitglieder scheinen völlig in Ordnung zu sein. Nur eine Firma auf den Cayman-Inseln, die sich in Privatbesitz befindet, hat alle Informationen verschlüsselt. Sowas, ein Schlagloch auf der Datenautobahn, gefällt mir besonders. Ach ja, Venture ist Ihr Freund. Wie tief darf ich denn graben? Bis auf den Grund. Okay. Aha, die Firma hat keine Webseite, um ihre Reiseziele anzubieten. Axon, erinnern Sie sich an die beiden Jungs von der Softwarefirma, die unbedingt einen Job bei uns haben wollten? Ja, Mark und Freddy, die Cybermonster, die hatten doch beide eine kleine Schwäche für Donner. Die haben Ihnen doch eine Kopie ihres selbstgebastelten Entschlüsselungsprogramms geschickt. Richtig, wieso nicht? Also probieren wir es einfach. Ich hab's hier auf meiner Festplatte. Dauert eine Minute. Danke, dass Sie auch da waren. Aber gern doch. Darf ich Sie mit zurücknehmen? Danke. Ich wollte bei der Beerdigung wirklich nicht... Nein, 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 ist schon okay. Sie haben nur versucht, mir zu helfen. Wie lange kennen Sie Matthew schon? Matt Prager. Wir nannten ihn damals Matt Eulenspiegel, weil er seinen Freunden immer Streiche gespielt hat. Das passt. Das klappt. Na gut, dann gehen wir mal hier im Maradox ein. Wow, die Jungs aus Vancouver kennen sich wirklich gut aus. DigiKnight. Die Liste der Namen der Investmentgruppe. Gershon Pharmaceuticals gehört zu DigiKnight. Und ein Dutzend weiterer Forschungs- und Entwicklungsfirmen ebenfalls. Werfen wir mal einen Blick in die aktuellen Unterlagen. Wie sind die denn daran gekommen? Das ist streng geheim. Nicht mehr. Wer hatte Zugang zu den Informationen? Wir und Ihr Freund David. Ich hoffe, ich störe nicht deine Privatsphäre. Lang, verschwinde. Dein Forschungsauftrag ist noch nicht beendet. Forschungsauftrag? Das hier hatte nie etwas mit Forschung zu tun. Du hast mich schlicht und einfach erpresst, doch damit ist es jetzt vorbei. Nein, nicht bevor wir am Ziel angelangt sind. Dr. Chen ist immer noch weg. Und wir brauchen ihn... Zoe ist tot! Keine Sorge. Ich kenne einen Arzt, der Hausbesuche macht. Wann? Vor 3 Stunden etwa. Er lag bewusstlos im Flur. Das gleiche Virus wie bei Zoe? Sieht nicht gut aus, Prager. David, wer hat dir das angetan? Habe ich mir selbst angetan. Was meinst du damit? B947. Ein tödliches Virus. Tödlich. Du hast das Virus erschaffen? Es war ein schlimmer Fehler. Wieso hast du nichts gesagt? Ich habe das Virus erschaffen. Das Virus, mit dem sie Zoe infiziert haben. Lang wollte Dr. Chen seine Kräfte untersuchen. Sie wussten, wenn sie Zoe das Virus injizieren,
würde ich ihn Dr. Chen direkt in die Arme treiben. Sie haben noch nicht aufgegeben. Matt, du musst Chen finden. Wie geht es ihm? So gut, wie es jemandem geht, der eine kräftige Portion Ebola im Blut hat. Was, Ebola? Merkwürdig ist nur, dass es nicht ansteckend zu sein scheint. Sonst müssten wir das Virus schnellstens isolieren. Und unter Sicherheitsstufe 1 aufbewahren. Das schränkt die Zahl der Institutionen, die damit herumgespielt haben könnten, stark ein. Lavelle-Institut, CDC, noch 3 oder 4 andere, Gershon Pharmaceuticals. Und unser Zentrallabor käme auch in Frage. Dann trifft es sich gut, dass der Fall in unseren Händen ist. Wie lautet Ihre Prognose? Wenn kein Wunder geschieht, wird Venture sterben. Genau wie seine Frau. Möglicherweise ist Dr. Chen der Einzige, der ihn retten könnte. Wo Leben ist, ist auch Hoffnung. Matthew? Ich weiß nicht mehr, wem ich noch trauen kann. Morde, Vergiftung. Wofür? Für das, was Dr. Chen in seiner kleinen Flasche hat. Falls es tatsächlich ein lebenserhaltendes Elixier ist, wäre es unbezahlbar. Darauf läuft's hinaus. Geld. Geld und Macht, richtig? Meine Herren? Sie lernen nicht besonders schnell. Ich verstehe, dass Sie nur Ihre Arbeit tun und ich erledige meinen Job. Wo ist Dr. Chen? Ich brauche seine Hilfe. Er darf Ihnen nicht helfen. Ein Freund von mir liegt im Sterben. Bitte. Der Zustand von David Venture tut mir aufrichtig leid. Aber wie ein weiser Mann einmal sagte, ist selbst eine Schlange vor ihrem eigenen Gift nicht sicher. Fantastisch. Das Virus in Ihrem Körper ist vollständig eliminiert, so als hätte es nie existiert. Am erstaunlichsten aber ist, dass sich in Ihrem Blut Antikörper befinden, die nichts mit dem Ebola-Stamm zu tun haben. Bisher konnten wir sie nicht identifizieren. Könnte es sich um das Elixier handeln? Zwangsläufig. Falls Sie meine Hilfe brauchen... Nein, das haben wir im Griff. David, fällt dir noch was ein, was du sagen willst? Ich weiß, er war es. Dr. Chen. Er gab mir das Elixier. Es war wie eine Flut von... Ich weiß auch nicht. Glück? Als wenn ich durchströmt wurde von klarer Energie. Vielleicht war das mein Chi, das sich selbst erneuert hat. Und vielleicht produzierte Ihr eigener Organismus diese Antikörper. Hendrix, lassen Sie uns bitte allein. Was ist mit dem, was du uns erzählt hast? Nummer B947. Ich hatte Fieberfantasien, ich erinnere mich nicht. Du hast mir alles erzählt, David. Streite es nicht ab. Wer ist Leng? Wer ist das? Na los, rede, David. Ich weiß nicht mehr als das, was ich erzählt habe. Es ist vorbei. Können wir es nicht dabei belassen? Danke, Matt. Für alles.
Diese Antikörper befinden sich immer noch in seiner Blutbahn? Im Moment noch. Hendrix vermutet, dass sie innerhalb eines Tages von seinem Körper absorbiert werden. Lassen Sie Hendrix eine Probe entnehmen, sofort, wenn es geht. Ich bringe sie rüber ins Zentrallabor. Sagen Sie mir die Wahrheit, Frank. Sie haben von Anfang an Bescheid gewusst. Gershon Pharmaceuticals, B947, einfach alles. Also wirklich, Matthew. Sie sollen sich hier mit paranormalen Phänomenen beschäftigen, nicht mit Paranoia. Ein Mittel, um alle Krankheiten zu heilen, wäre doch eine aufregende Entdeckung, oder etwa nicht? Was soll daran verwerflich sein? Excellent, Sir. Das ist eben für Sie gekommen. Ich muss zurück. Bedürfnis nach einem kleinen Plausch, nachdem Sie beschlossen hatten, unser Vertrauen zu missbrauchen, indem Sie Ihren Freund mitgebracht haben. Ich habe gedacht, das hätten wir geklärt. Seine Frau ist gestorben, verdammt nochmal. Er war auch krank, richtig? Und jetzt ist er wieder gesund. Woher wissen Sie das? Ein aus dem Nebel aufsteigendes Gerücht besagt, das von Ihnen gefundene Elixier ist das Heilmittel. Somit wäre jede Krankheit für immer aus der Welt verbannt. Das ist nicht bewiesen. Von wem wissen Sie das, Mike? Ich dachte, wir könnten uns vertrauen. Sie wissen, ich habe meine Verbindung, Matt. Und Sie wissen auch, dass ich der Einzige bin, dem Sie vertrauen können. Okay. Haben Sie schon mal Ameisen beobachtet, wie sie eine Festung bauen? Sie sammeln liegen gebliebene kleine Ästchen und Blätter und Erdkrumen. Den Kleinkram der Natur. Und was machen die? Die konstruieren sich eine unbezwingbare Festung. Venture ist ein Zweig, mehr nicht. Ein klitzekleines Fragment in dem Bollwerk, das die tatsächlichen Makler der Macht beschützt. Er ist ein Bauer. Elsinger auch. Und sie erst recht. Prager! Ich habe versucht, Sie über Funk zu erreichen. Was gibt's? Er hat Sie, Matt. Was? Lang, er hat Donner entführt. Er verlangt eine Probe von Ventures Blut im Austausch gegen Sie. Matt, es tut mir leid. Erzähl es lieber Donner. Sie es verlangt haben. Wir sind allein. Hast du deine Blutprobe dabei, David? Das ist mein Blut mit dem Elixier. Lassen Sie sie gehen. Ich bräuchte noch eine kleine Rückversicherung, Leute. Kommen Sie zur Sache. Woher soll ich wissen, dass es wirklich dein Blut ist? Eigentlich willst du mich. Also lass sie gehen. Los, komm hier rüber, David.
Der Auftritt des Drachen. Zielscheiben! So wenig Zeit! Nein! Waffe weg! Los, mitkommen! Ich rufe einen Krankenwagen. Es ist zu spät. Könnt ihr mir verzeihen? Mir verzeihen? Bitte. Das Elixier hat ihm das Leben gerettet. Aber sein Chi war längst schon tot. Die Macht, nach der ihr alle sucht, ist nicht hier drin. Sondern hier. Hier drin. Öffnen Sie es. Und Sie werden erkennen. Abschlussbericht. Die Analyse von Dr. Chens Elixier zeigte, dass es sich um eine einfache Salzlösung handelte. Wir konnten nicht mit Sicherheit feststellen, woher die isolierten Antikörper in David Ventures Blut stammten. Der Fall bleibt weiterhin ungelöst. Matthew Prager, Ende. Shakespeare schrieb in seinem Hamlet: Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als eure Philosophie sich träumen lässt. Viele der meistgesuchten Antworten dieser Welt liegen tief in den Mysterien des fernen Ostens verborgen und wollen von uns entdeckt werden, wenn die Zeit gekommen ist. Für Psy-Factor, ich bin Dan Aykroyd.